Traurigerweise sterben immer mehr Tiere aus. Regelmäßig wird über bedrohte Tierarten oder einer weiteren ausgestorbenen Art berichtet. In diesem Video sehen wir 10 davon. Zum Glück gibt es Filme von ihnen. Spix-Ara. Der große blaue Spix-Ara mit seinem langen Schwanz ist in seiner Heimat Brasilien bereits ausgestorben. Die letzte Sichtung war in den späten 80ern. In Gefangenschaft überlebten Dutzende von ihnen. Insgesamt werden sie bis zu 57 cm lang und ca. 400 Gramm schwer. Der Spix-Ara lebte in den brasilianischen Karaiba-Wäldern. Es handelt sich um ein trockenes, von vielen Kakteen bewachsenes Gebiet in Zentralbrasilien. Die letzten in freier Wildbahn gesichteten Exemplare waren im Tal des Rio São Francisco. 2018 wurde in Zusammenarbeit mit Vogelparks wie dem Hurong Bird Park in Singapur, dem Zoologischen Garten Berlin und Paradeiser in Hennegau ein Zucht- und Wiederansiedlungsprogramm aufgelegt. In Curaçao, Bundesstaat Bahia in Brasilien, errichtet man seitdem ein Wildtierreservat für die Vögel. Im März 2020 wurden dort die ersten Nachzüchtungen ausgewildert. Pyrenäensteinbock. Seit 2000 ist der Pyrenäensteinbock ausgestorben. Er war das imposanteste Wildtier Europas. Gegen das kalte Bergwetter schützte ihn sein dickes Fell. Im Vergleich zu seinen Unterarten hatte das Weibchen kräftige Hörner. Die Population war einst von der Sierra de los Nieves in Spanien bis zu den nördlichen Pyrenäen in Frankreich verbreitet. In jüngerer Zeit kamen sie nur noch in einem Nationalpark in den spanischen Pyrenäen vor. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es nie mehr als 40 Tiere. Aufgrund von Wilderei, Zerstörung ihres Lebensraums und vermehrten Naturkatastrophen ging ihr Bestand weiter zurück. Das graue Weibchen Celia war die letzte ihrer Art, nachdem ihr Begleiter 1999 an Altersschwäche verstarb. Wissenschaftler entnahmen ihr eine Gewebeprobe, um die DNA des Pyrenäensteinbocks für Nachzüchtungen zu sichern. Dann befestigten sie einen Funksender an Celias Hals und ließen sie frei. Am 6. Januar 2000 wurde sie tot aufgefunden. Pinta-Riesenschildkröte. Da die Art bis vor kurzem nur durch ein einziges Exemplar vertreten war, Lonesome George, war diese Schildkröte sehr bekannt. Am Morgen des 24. Juni 2012 meldete die ecuadorianische Zeitung El Universo, dass Lonesome George im Alter zwischen 100 und 120 Jahren gestorben war. Sein Tod bedeutete das Ende für die Art. Inzwischen wird durch Kreuzung artverwandter Rassen eine Nachzüchtung versucht. Auf den Galapagos-Inseln lebten verschiedene Riesenschildkrötenarten. Die Pinta-Riesenschildkröte war eine der kleineren. Die Jagd auf Chelonoidis abigondi war vermutlich auch an ihrem starken Rückgang schuld. Riesenschildkröten überleben lange Zeit ohne Nahrung und Wasser. Daher nahm man sie als Nahrungsquelle und Fleischlieferant auf ausgedehnten Schiffsreisen mit. Chinesischer Flussdelfin. Der chinesische Flussdelfin oder Baiji gehörte zu den Walfischen. Mitte des 20. Jahrhunderts gab es noch mehrere tausend Tiere. Danach ging die Zahl rapide zurück. Seit 2006 gelten sie als ausgestorben. Der chinesische Flussdelfin ist stämmig, mit runder Stirn und leicht nach oben gerichteter Schnauze. Er ist bläulich-grau gefärbt und hat einen weißen Bauch. Sein Lebensraum war der Yangtze-Fluss. Im Entstehungsjahr 1918 gab es zahlreiche Tiere. Ab dem großen Sprung nach vorn 1958 begann eine intensive Jagd auf die Delfine wegen ihres Fleisches, ihrer Haut und ihres Öls. Später stellte man sie endlich unter Naturschutz. Doch der Delfin wurde weiterhin gefangen oder kam beim Zusammenstoß mit Motorbooten ums Leben. Auch machten lokale Fischer Jagd auf sie. Waren sie doch in ihren Augen Konkurrenten beim Fischfang? Eine weitere Bedrohung war der Bau des Dreischluchtendamms. Bei einer Bestandsaufnahme im Jahr 1997 wurden noch 13 Tiere beobachtet. Ein Aussterben in naher Zukunft galt als wahrscheinlich. Eine letzte Zählung im Sommer 2006 blieb ergebnislos. Hawaii-Krähe. Die hawaiianische Krähe oder Lalalä ist ein Rabenvogel, der nur auf Hawaii vorkommt.
Sie werden bis zu 50 cm groß und ähneln den gewöhnlichen schwarzen Krähen. Die Hawaii-Krähe hat rundere Flügel und einen dickeren Schnabel. Das Gefieder ist bräunlich-schwarz, Beine und Schnabel sind schwarz. Auffallend sind ihre hängenden Kehlfedern. Die letzten beiden wildlebenden hawaiianischen Krähen verschwanden 2002 im Hakalau Forest National Wildlife Refuge an den Hängen des Vulkans Mauna Kea. Aus diesen Gründen führt die Rote Liste der IUCN die Krähe als ausgestorbene Art. Jedoch leben hier noch einige Hawaii-Krähen in Gefangenschaft. 2013 gab es 108 Individuen in einem Zuchtprogramm im Zoo von San Diego. Mit ihnen soll eine Wiederansiedlung gelingen. Westliches Spitzmaulnashorn. Das westliche Spitzmaulnashorn gilt seit dem 7. Juli 2006 als vollständig ausgerottet. Die Tiere waren früher in den Savannen Zentralafrikas weit verbreitet, aber die Wilderei dezimierte ihren Bestand stark. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Nashorn ein begehrtes Jagdobjekt. 1930 nahm ihre Zahl dank diverser Schutzmaßnahmen wieder zu, mit deren Ende verschwand die Population erneut. In den 80ern lebten noch etwa 100 Exemplare. Der Bestand schrumpfte mit zunehmender Wilderei weiter und 2000 gab es nur noch 10 Nashörner. 2006 erhofften Forscher im Norden Kameruns, ihrem letzten Verbreitungsgebiet, einige Exemplare zu finden. Leider ohne Erfolg. Seit den 50ern wurde das Nashorn, vor allem wegen seines Horns und dessen Verwendung in der traditionellen chinesischen Medizin, gejagt. Man glaubte, damit bestimmte Krankheiten heilen zu können, und sein großer Alkaligehalt sollte helfen, Giftstoffe aufzuspüren. Die Hörner erzielten Rekordpreise. So kostete 1 Kilogramm Horn über 50.000 US-Dollar. Das Aussterben der Art erhöht nur die Seltenheit und den Wert des Horns. Laisanralle. Die Laisanralle ist ein ausgestorbener Vogel aus der Familie der Bläss- und Teichhühner. Sie lebte nur auf der Insel Laisan auf den Hawaii-Inseln. Die Einschleppung nicht einheimischer Tiere, vor allem Kaninchen und Meerschweinchen, war schuld an deren Aussterben zwischen 1923 und 1936. Ohne das Vorhandensein von Raubtieren konnten sich die Kaninchen und Meerschweinchen unkontrolliert vermehren. Die Folge der abgefressenen Vegetation waren Nahrungsmangel und zu wenig Deckung vor Raubvögeln für die Laisanralle. Versuche, sie auf benachbarten Atollen anzusiedeln, scheiterten. 1944 verschwanden die letzten ihrer Art, beschleunigt durch die Einschleppung von Ratten. Die Insel zählt zu den wichtigsten Seevogelinseln der Vereinigten Staaten. Hier leben Tausende von Schwarzfußalbatrossen, Laisanalbatrossen, Sturmtauchern und Seeschwalben. Das Aussterben der Laisanralle wäre vermeidbar gewesen. Heidehuhn. Das seit 1932 ausgerottete Heidehuhn ist die nominelle Unterart des Präriehuhns. Es wurde etwa 43 cm groß und wog knapp 900 Gramm. Sein Verbreitungsgebiet war von New Hampshire bis Virginia und Florida. Während der Kolonialzeit lebte eine große Zahl dieser Vögel. Der Bestand ging aber wegen der Jagd auf ihr begehrtes Fleisch schnell zurück. So wurden angeblich bei den ersten Thanksgiving-Feierlichkeiten Heidehühner statt Truthähne serviert. Bis 1870 waren die Hühner auf dem Festland ausgerottet. Auf der Insel Martha's Vineyard waren noch etwa 300 Exemplare zu finden. Wilderei und Raubtiere reduzierten die Zahl von 1890 auf 120 bis 200. Ende des 19. Jahrhunderts gab es noch etwa 70 Stück. Ein Jagdverbot und ein Naturreservat auf der Insel schützten das Heidehuhn. Die Population wuchs bald auf knapp 2000 Hühner an. Allerdings gab es Rückschläge wie einen schweren Brand während der Brutsaison 1916, mehrere strenge Winter, Angriffe von Falken, Inzucht und die Vogelkrankheit. Nach dem 8. Dezember 1928 gab es nur noch ein Männchen. Es wurde zuletzt am 11. März 1932 gesichtet und starb vermutlich kurz danach. Rotkröte. Die Rotkröte oder Goldkröte ist ein wahrscheinlich ausgestorbener Frosch aus der Familie der Kröten. Die Körperlänge beträgt bei den Männchen 4 bis 5 cm, die Weibchen können bis zu 5,5 cm groß werden.
Sehr bemerkenswert ist der starke Sexualdimorphismus. Die Männchen sind leuchtend orange, während die Weibchen schwarz mit roten und gelben Fleckenlinien sind. Die Kröte lebte in einem nur 10 Quadratkilometer großen Gebiet im Norden Costa Ricas. Sie ist mit ziemlicher Sicherheit ausgestorben. Nicht nur, dass die Art seit 1989 nicht mehr gesehen wurde, auch intensive Feldforschungen zu ihrer Auffindung blieben ohne Ergebnis. Bis 1987 wurden noch ca. 1500 Kröten gefunden. 1988 waren es bereits nur noch 10 oder 11. Ein Jahr später gab es nur noch ein einziges Exemplar. Die Ursache für ihr Aussterben ist nicht bekannt. Es könnte an der globalen Erwärmung liegen oder an einer erhöhten vulkanischen Aktivität in ihrem Lebensraum. Beutelwolf. Der Beutelwolf oder tasmanische Tiger starb 1936 aus. Das fleischfressende Beuteltier lebte in Australien. Seinen Namen, tasmanischer Tiger, verdankt er den schwarzbraunen Querstreifen auf Rücken und Schwanzwurzel. Diese Streifen dienen als Tarnung in den Wäldern. Das Tier ist kein Nachkomme des Wolfes und auch nicht mit ihm verwandt. Der Beutelwolf war einst in ganz Australien und Neuguinea verbreitet. Mit der Ankunft der Aboriginals, die den Dingo mitbrachten, starben die Beutelwölfe auf dem Festland aus. Nur auf Tasmanien überlebte eine große Population. Die Ankunft der Europäer ließ sie aber ganz verschwinden. Die Siedler jagten den tasmanischen Tiger, da er angeblich Schafe riss. Laut australischen Wissenschaftlern war hierzu sein Kiefer aber zu schwach ausgebildet. Nach offiziellen Angaben wurden zwischen 1888 und 1914 2268 Beutelwölfe getötet, vermutlich aber weitaus mehr. Welches Tier sieht deiner Meinung nach am schönsten aus? Und welches Tier glaubst du ist am schlimmsten vom Aussterben bedroht? Lass es mich wissen. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Top 10 Video.